Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Animal Crossing New Horizons Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und in diesem Video besprechen wir alle Tiere, die uns im Juni schon wieder verlassen werden, also alle Fische und Insekten, mit ein paar Tipps, wie man die am besten fängt, wo die auftauchen und so weiter. Diesmal schon in der Mitte vom Monat gepostet, damit ihr auf jeden Fall noch genug Zeit habt, um alles easy fangen zu können. Ich wette, viele von euch können sich noch an den verfluchten Huchen erinnern, der uns damals nur 10 Tage Zeit gelassen hat, um den einzufangen, nach Release vom Spiel, und der so super selten war, nur an der Quelle einzufangen. Viele, die damals auf der Jagd waren, haben sicherlich auch schon den Masulax und den Saibling entdeckt, aber die beiden Fische verlassen uns jetzt auch im Juni. Erst der Huchen im März, dann die Goldforelle letzten Monat im Mai und jetzt auch noch Saibling und Masulax. Masulax ist hier 1000 Sternis wert und der Saibling 3800, sind beide auf Größe 3, also so groß wie eine Hasel. Die verwechselt man damit auch leider sehr oft. Und die tauchen nur am Abend bis in der Früh auf, also zwischen 16 und 9 Uhr. Und auch nur in den oberen Ebenen, das heißt eine Ebene über Rathaus mindestens an einem Fluss. Das heißt, der Fluss muss auch verbunden sein mit den unteren Ebenen, damit das Ganze funktioniert. Es muss halt eben kein Teich sein, sondern mindestens einen Wasserfall haben. Und dann müsst ihr einfach nur dort oben fischen. Muss nicht ganz oben sein, wie gesagt. Erste Ebene reicht auch schon. Und hier müsst ihr eben dann ein bisschen Glück haben, dass ihr die beiden selteneren Fische bekommt, Masulax und Saibling. Der Saibling ist nochmal eine Spur seltener als der Masulax, ist ja auch eben teurer. Glücklicherweise sind die beiden bei weitem nicht so selten wie die Goldforelle oder gar der Huchen. Sollte also kein allzu großes Problem darstellen, die zu fangen, wenn ihr einfach nur die Zeitvorgaben beachtet. Und das war's auch schon zu den Fischen. Das waren die einzigen beiden Fische, die uns im Juni verlassen. Bei den Insekten sind es allerdings um einige mehr. Zum einen der Kohlweißling, ja, der klassische weiße Schmetterling, den wahrscheinlich jeder von euch schon hat. Aber natürlich müssen auch die nicht seltenen Fische hier in der Liste beachtet werden. Der Kohlweißling, genauso wie der Zitronenfalter auch, die gibt es von 4 bis 19 Uhr, also im Prinzip den ganzen Tag über. Wenn ihr schon mal Animal Crossing gespielt habt, dann werdet ihr die eigentlich auch gefangen haben. Die sind auch gar nicht selten, nur 160 Sternis wert, lohnt sich also auch nicht, die zu fangen, um sie zu verkaufen. Ich würde einfach nur 3 Stück maximal davon fangen, um sie dann bei Carlsen zu einem Modell weiter zu verarbeiten. Aber auch nur, falls ihr wirklich von jedem einzelnen Insekt ein Modell haben wollt. Ansonsten konzentriert euch da einfach auf die seltenen und auf die wertvolleren. Ja, der Himmelsfalter ist wieder da, aber der Ritterfalter verlässt uns leider im Juni schon wieder. 2500 Sterne ist wert, das gute Stück. Und ich finde, das hat sich damals am meisten gelohnt, weil der wirklich überall auf der Map war. Leider hatten wir mittlerweile einen kleinen Nerf, sodass der Ritterfalter nicht mehr ganz so oft auftaucht. Ich glaube, die Spawnrate ist um 80% reduziert worden. Aber auf jeden Fall gibt es den immer noch satt auf der Insel, auch zwischen 4 und 19 Uhr zu fangen. Allerdings taucht der nur auf eurer Insel auf, wenn ihr schwarze, lilane oder blaue Hybridblumen habt. Das heißt, am einfachsten geht das, wenn ihr zwei weiße Pfeilchen kreuzt, dann kommt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein blaues dabei raus. Und dann haben wir den Leuchtkäfer, der taucht im Juni auf und verschwindet im gleichen Monat schon wieder. Nur ein Monat, damit sozusagen das seltenste Insekt, aber der taucht wirklich überall auf eurer Insel auf, wenn es Nacht wird. Zwischen, ich guck mal eben, 18 und 4 Uhr taucht er auf, wirklich überall auf eurer Insel verstreut. Solltet ihr auf jeden Fall schon gefangen haben, 300 Sternis ist das gute Stück wert. Der Marienkäfer, nur 200 wert, taucht zwischen 8 und 17 Uhr auf allen möglichen Blumen auf. Den habt ihr mit Sicherheit auch schon gesehen. Und dann haben wir noch zwei, die gibt es bei den Steinen. Und zwar die Kugelassel und den Hundertfüßler. Die wechseln sich sozusagen mit ihren Uhrzeiten ab. Den 100-Füßler gibt es von 16 bis 23 Uhr, also recht knapp bemessen, und die Kugelassel in den übrigen Stunden von 23 bis 16 Uhr. Und was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur gegen einen Stein zu klopfen mit der Schaufel, und schon hüpft entweder der 100-Füßler oder die Kugelassel dabei raus, wenn ihr ein bisschen Glück habt, falls euch die entwischen sollte. Das kann eigentlich nur passieren, wenn die gerade mal in einen Fluss springt oder so, dann geht einfach mal kurz ins Museum, wartet 5 Minuten, geht dann wieder zu den Steinen hin und klopft die alle ab. Irgendeiner von denen wird schon das Insekt dann haben. Wie gesagt, die Uhrzeiten unterscheiden sich da. Also je nachdem, was euch fehlt, habt ihr wahrscheinlich einfach nur die falsche Uhrzeit erwischt. Und das war es auch schon wieder mit dem Video. Das war ein wirklich kurzes, knackiges Ding. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und geholfen. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelkönige, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Pardon, Kartoffelritter mittlerweile. Ich bin ja der Kartoffelkönig. Vor allem an Annika, The Prophet, Chrisse, Tyson of Us, The Joker, René, Flying Fussel, Matze, Markus, Robin, Marcello, Ralf, Alex, Sani Melsny, Julian, Dario, Kevin, Big Chris TV, Tamara, Leila, Assassin, Kuruka, Diana, Tristan, DJ Rocks, Franzi und Freaky. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und Ciao. Boom.
Ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dam-bam. United Potatoes. United Potatoes. Potatoes, potatoes. United Potatoes.